Dann gibt einer ein Zeichen mit dem Arm. Einige der Männer gehen zur Seite. Was haben die denn vor? Na, vorne sind die Leute mit ihren fahrenden Häusern. Es sieht so aus, als wollten sie sich heranschleichen. Sie überfallen. Aber warum? Weiß nicht. Ich meine, mich haben sie zwar gestört, aber diese Männer hier können sie doch gar nicht gestört haben. Die wohnen doch gar nicht hier im Wald. Selbst wenn, sie dürfen sie doch nicht überfallen, wo da doch auch Frauen und Kinder sind. Wir müssen ihnen helfen. Aber wie denn? Wenigstens sie warnen, dass sie weglaufen können. Ich hab ne Idee. Kommt mit. Sie schleichen hinter Frettchen her und umgehen dabei die Männer mit ihren Waffen. Als sie um ein Gebüsch biegen, sehen sie das Lager mit den großen Wagen vor sich. In der Mitte brennt ein Feuer. Daran sitzen einige Frauen und ein alter Mann und braten Würste. Kinder spielen drumherum. Frettchen flüstert den beiden Freunden zu, sie sollten hier bleiben. Blitzschnell springt er auf die Wiese, direkt bis an das Feuer, schnappt sich eine von den noch ungebratenen Würsten, die daneben liegen, und rast wieder zurück. Die Leute brauchen einige Augenblicke, um sich von ihrem Schreck zu erholen. Dann kommt ein großer Junge schreiend hinter Frettchen hergelaufen. Der lässt ihn etwas herankommen und rennt dann von hinten her dahin, wo die Männer sich versteckt hatten. Der Junge sieht sie, ohne von ihnen gesehen zu werden. Erst bleibt er erschreckt stehen und überlegt. Dann begreift er schnell, was hier vorgeht. Er schleicht sich zurück und geht dann zu dem Lagerfeuer, als wäre nichts passiert. Er sagt laut, dass er den Marder nicht erwischt hat, flüstert aber dann leise und unauffällig mit dem alten Mann und den Frauen. Daraufhin steht eine junge Frau auf und schlendert weg, als wollte sie Pilze suchen oder so etwas. Waldemar, Kleopatra und Friedchen, der inzwischen wieder bei ihnen ist, beobachten, wie sie langsam zum Waldrand kommt. Dann aber, wo sie denkt, dass die Männer sie nicht mehr sehen, rennt sie los, so schnell sie kann, hinüber zu dem Bauernhaus.